Also erstmal herzlich willkommen, dass ihr alle heute da seid bei dem Wetter. Wir waren ja irgendwie 90 Angemeldete, jetzt sind wir noch 60. Also ihr seid die Harten. So, zum Spielablauf. Jetzt nochmal zuhören. Team Blau jetzt als erstes beim Legen. Ihr kriegt dann eine Kombination dazu, um die zu aktivieren. Wenn ihr den Code habt, gebt ihr den dann quasi hier ein und es ist automatisch unscharf. Solange wie es scharf ist, gelb blinkt, grün leuchtet beim scharfen Zustand. Hier die Tasten leuchten alle. Die drei Tasten können auch zur Deaktivierung genutzt werden, falls der Code wirklich gar nicht gefunden wird. Lang Gebäude. Und das dritte ist Gebäude. Team Rot, ich würde jetzt gleich anpfeifen. Seid ihr soweit? Geht los! Schiebt sich nach hinten. Ich konnte leider nicht vollständig zuordnen, deswegen sollte man sich das einmal angucken. Kamera! Nee, das kam schon eindeutig. Wo ist der Kollege wegen dem Kuchen? Jetzt, wo die Kamera weggedreht war, ich weiß nicht. Oh, soll ich nochmal? Jetzt hab's. Nö, hier nie. Bei der nie. Also, die Fahne da hinten ist schon mal blau, aber die Bombe, die jetzt hier drinnen versteckt ist, die wurde angeblich noch nicht gefunden und wir haben jetzt, wir spielen seit über einer Stunde und Team Blau hat es nicht fertig gebracht, die Bombe zu finden, die da unten liegt. Da unten etwas versteckt. Aber wir wollen es ja den Leuten nicht zu einfach machen. Die Flagge, die ist rot auch, wo die Bombe ungefähr ist? Nein. Das sollen die ja nie wissen. Die sollen die ja nie wegnehmen. Also die wissen die Bombenplätze. Ja. Nee, da rausschießen. Ihr seid im Respawn. Gut, die ist natürlich auch ordentlich versteckt, aber die findet man. Ich habe denen jetzt den Hinweis gegeben, dass die mal ihre Suche etwas konzentrieren sollen. Ich gehe mal unten erstmal durchsagen bei Rot, dass die Bombe liegt, dass die Bescheid wissen. Ja, da ist ja genau bis drei Viertel. Ja.
Team Rot, die Bombe liegt. Mal weitersagen bitte in euer Team. Ja, frag mal. Doch, die ist ja genau viertel gelegt worden. Weil das Problem werde ich garantiert auch haben, dass du nicht weißt, wann das Ding gelegt wurde. Genau, das ist mir das Problem. Naja, eine Viertelstunde haben sie ja noch. Wie ist das mit der Bombe, wenn die aktiv ist? Blinkt die da? Macht die irgendwelche Töne oder? Nee, wenn die aktiv ist, leuchten bloß die drei Tasten und auf der linken Seite, wo die ganzen Relais sind, dort blinkt auch so ein bisschen irgendwas. Macht's. Also die an, Tasten an leuchten. Der René und an der, wo die Zahlen eigentlich ja, sind, blinkt die Gelder. Ja, hier blinkert's, ja. Also es ist an, die ist scharf. Das Einzige wäre dann noch... Das war's. Ja, ich finde das gar nicht so laut. Vorfall, Mann. So, Bombe ist explodiert. Bombe ist explodiert, wir sind tot. Kann mal einer kurz mit aufs Klo gehen? Ich muss mal pinkeln, ich darf nicht erheben. Das dürfen wir alle nicht. Warte, ich tue die rückwärts abspulen, dann gehst du vom Sporn weg. Ah, rückwärts. Wir klären aber gerade ab, ob die am falschen Platz gelegt haben oder am Rüschen. Okay. Falscher. Falschen, so klar. Welches Bier kriegst du? Oder was sonst? Hätte da noch einen leckeren Gin oder ein Whisky im Angebot? Die Kamera läuft. Ja, also, du kannst uns nachher mit der Zusage erpressen. Du hast vorhin Zeiten angesagt. Mhm. Spiel dort. Die stehen gerade alle Schlange drin und wollen holen sich's fressen. Ja. Ist das jetzt schon? Ja klar. Ja, hä, was denn? Ja klar. Rot, die stehen fast alle drin und holen sich jetzt gerade ihr Fressen.